Also, du bist Apologetin, das heißt, du verteidigst den Glauben. Ja, kann man das? Ich bringe, ich führe den Dialog zwischen Glauben und Wissenschaft und Kultur, ja. Mhm. Okay, hast mit viel mit Fragen zu tun. Ja. Welche Frage bringt dich persönlich zur Weißglut? Erstmal keine, glaube ich, weil ich Fragen liebe und gerne jede Frage wirklich ernst nehmen will. Für mich ist immer wichtig, ein bisschen zu überlegen, was ist eigentlich die Frage hinter der Frage. Mhm. Manchmal kommen provozierende Fragen oder wo du so denkst, oh, puh. Aber es gibt meistens eine Frage hinter der Frage. Und ich will den Fragesteller ernst nehmen. Und es geht nicht darum, die Diskussion zu gewinnen, sondern die Herzen und zu den Herzen zu sprechen. Also zu den Herzen und den Hirnen. Und darum kann ich da jetzt gerade keine Antwort drauf geben, weil erstmal finde ich eine Frage auch eine große Wertschätzung. Ja. Ja. Das ist gut.